Informationen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Watch Dogs Legion. Im letzten Part waren wir kurz davor gestanden, die Mission Ablenkungsfahrt zu spielen, in der wir mit irgendeinem Vehikel anscheinend durch den Tower Hamlets hier cruisen müssen. Wo nehme ich denn die Mission an? Hier. Bin mal gespannt. Das ist die Gebietsmission hiervon und danach geht es weiter in der Albion Hauptstory. Okay, Bro. Wir sind in Position. Bereit? Oh nein, bitte sag keinen Welträngen. Albion-Söldner, raus aus Hamlets! Je schneller du durchs Viertel heizst und je mehr Chaos du verursachst, desto besser. Wenn du langsamer wirst, verliert Albion das Interesse und ist hinter uns her. Du musst um jeden Preis ihre Aufmerksamkeit erregen. Also, ganz simpel. Wie mache ich das am blödsten? Einfach hier durch. Oh, hier spielt eine Musik. Ich habe keine Ahnung, ob wir so gut sind. Ich denke, wir müssen einfach nur schnell genug sein, oder? Oh Gott. Wow. Moment. Jetzt. Wir fahren wieder so rum. Ja, danach geht's weiter in der Alien-Mission. Wir haben ja im letzten Part in der Waffenfabrik die Pläne geklaut. Hebt euch gegen die Unterdrücker! Oh Gott. Ja, ich sehe auch gleich Angst. Dieses Feuerwerk dazu ist aber ganz cool. Ja. Söldner, runter von unseren Straßen. Oh Gott. Ah. Weiter so. Wir räumen hier alles aus. Jeder Albion-Soldat im Stadtteil ist hinter dir her. Liefern wir ihnen eine Show, ja? Dafür, dass wir aber nur zwei von diesen komischen Sternenkreisen, was auch immer, haben, würde ich sagen, dass jeder hinter mir her ist, ist das ziemlich wenig. Sie nehmen den Bedürftigen die Vorräte. Euch! Das war auch knapp. Huch. Bin gerade sehr konzentriert dabei, wie man vielleicht merkt. Zumindest beim Commentary. Wir haben noch 11 Punkte, die wir abfahren müssen. Erhebt euch mit uns. Aber die Idee ist zwar richtig gut, aber der Schwierigkeitsgrad irgendwie ist jetzt nicht so schlimm. Oh, wir kriegen noch einen Stern. Ja, vielleicht wird es jetzt nochmal kritisch. Ich möchte gar nicht wissen, wie du dich fühlst, wenn wirklich in deinem Auto, wenn du Auto fährst und dann kommt dir so einer entgegen. Schießt denn? Schießen die da wirklich auf mich oder ist das einfach nur zur Kulisse? Oh, da hinten ist eine Drohne. Fast alles, Bro. Mach weiter. Wir werden dir und allen anderen im Viertel eine Show liefern. Okay, ich bin gespannt. Wo geht's lang? Oh Gott. Au. Moment. So. Wir wollen keine Söldner in unseren Straßen. Ja, okay. Jetzt haben wir die Brücke irgendwie erreicht. Und damit ist das Gebiet befreit. Ging leichter als erwartet. Da war die Mission mit dem Millennium Riddle zum Beispiel deutlich schwieriger. Aber Spaß hat's gemacht. Tower Hamlets befreit. Und noch einige Punkte, die wir hier in dem Gebiet uns abholen könnten. Absolut brillant. Das war der Hammer. Ist mir sogar scheißegal, dass mein fahrbarer Untersatz am Arsch ist. Wir haben alles aus dem Lagerhaus geholt. Und die Leute wissen, was Albion unter Verschluss hatte. Damit holen wir alle aus der Gegend an Bord, weißt du? Das ist unsere Hoffnung. Je mehr sich die Leute wehren, desto größer ist die Chance, dass wir Albion aus London vertreiben. Ich verstehe dich schon, Bro. Verliert meine Nummer nicht, Dezek. Macht's gut. Habt ihr das gehört? Drecksbulle? Das ist jetzt aber frech. Tower Hamlets wird sich wegen unserer Taten Albion widersetzen. Darauf können wir stolz sein. Coole Sache. Der Bezirk begeht auf Tower Hamlets Aufstand. Und wir haben jemanden rekrutiert. Nee, ich möchte eigentlich nur ihre Fähigkeiten gleich mal angucken. So. Weil wechseln. Ich bin gerade sehr zufrieden mit der. Das ist eine, hat ein Fahrzeug, Jagddrohnenimmunität, hackt Fahrzeuge aus dem Weg und eine Brechstange. Ja. Mir die hier lieber. Wie sieht's aus mit Technik? Da
Da fehlen noch ein paar. Und hier fehlen noch 5. Na gut, dann warten wir mal. Mal gucken, was wir dann machen können. Dann gucken wir mal kurz. Wir wollen, oder ich habe vor, hier diese Mission im Bauch der Bestie zu machen. Lass mal gucken, wir brauchen dazu aber ein Auto. Moment. Das finde ich auch. Achso, hier werden mir die Linien schon angezeigt. Gut, dann können wir die Brücke hochfahren. Schade. Aber in so einem Straßenviertel waren wir noch gar nicht. Auch schön. Achso, hoch. Ich dachte, ich mache gerade die Abgrenzung da hoch. Das Schöne ist eigentlich gar nicht hier so belebt. Das ist irgendwie... Gefällt mir. Ja, der Arme. So, wir au. Sind wir schon mal in einen Tunnel reingefahren? Das Gebiet hat hier einiges noch. Ich müsste mal mehr abseits anscheinend fahren. Aber die Motorgeräusche sind irgendwie nicht so das Wahre. Und die Weitsicht auch nicht, wenn es sich da hinten noch aufbaut. Oh, Entschuldigung. Sind wir eigentlich unter... Ja, wahrscheinlich sind wir unter Wasser, gell? Huch. Gut, ich weiß gar nicht, ob wir... Warum hier eigentlich schon so ein Extra-Symbol von Albion angezeigt wird, aber das hat sicher irgendeinen Grund. Ja... Suche bei Tides nach irgendwas. So, wir versuchen mal... Irgendwas ist hier auch. Aber ich glaube, hier dürfen wir durch, gell? Lass erstmal spotten. Okay, hier ist eine. Wir müssen... Müssen wir nach oben? Müssen wir nach hinten? Es sieht aus, als müssen wir nach hinten. Ich bin mal sehr vorsichtig unterwegs. Die Drohne muss mich erstmal finden. Tides. Hier ist ein Spiderbot. Die Möglichkeit, den da reinzuschicken. Aber wir müssen auch eh nach oben. Ja gut, dann haben wir... Können wir die Aufzüge nutzen? Sieht nicht so aus. Bitte was? Ui, die Drohne ist aber ganz schön aktiv. Was macht der? Die KI mal wieder. Huch. Komm, das darf keiner mitkriegen. Au. Entschuldigung, wie weiche ich denn nochmal aus? Tarnen. Ja, wir laufen mal weiter, als hätten wir nichts gemacht. Dass das nicht auffällt. Ich wollte ja eigentlich ablenken, aber irgendwie... Irgendwie ging das nicht. So, hier müssen wir rein. Wieso dürfen wir hier nicht rein? Weil wir das hier erst... kapern müssen. So, dann gib mal schnell her. Einmal hier die Karte reingezogen und zack, ist das Ding schon off. Wollte ich gerade, ja doch. Das war nicht an uns. Wir müssen noch eins hoch. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Hier unten gibt es die Punkte. Wir hatten die Schlüsselkarte. Hier unten jemand. Du? Oder was? Nee, der hier. Runterladen. Das war auch nicht an mich. So, damit haben wir das. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach oben. Beeilen wir uns mal ein bisschen.
Und gehen hier rein. Ist nur hier der da drin? Ja, da muss ich dich leider ausnocken. Das tut mir ja echt leid. Wie lange hält denn meine Verwandlung? Gut. Tarnen, wenn da einer reinkommt. Nicht, dass wir Probleme kriegen. So gut wie erledigt. Das nehmen wir mit. Und wir suchen hier das Ding komplett aus. Also wenn ich ein streng geheimes, unmoralisches Projekt wie Themis verbergen wollte, würde ich es im tiefsten Keller wegschließen. Du wirst dich aber durch ziemlich scharfe Security hacken müssen. Der Aufzug, der zum gesicherten Themis-Bereich führt, ist gesperrt. Du musst zuerst auf das Umleitungsterminal zugreifen. Dafür brauchst du einen Spider-Bot. Ja, das kriegen wir doch hin. So, wir gehen hier schnell wieder raus. Und machen hier erstmal zu. So, jetzt brauchen wir hier... Hier war doch ein Spider-Bot, gell? Ich glaube, man sieht mich hier nicht. Ah doch, ich glaube, man sieht mich, oder? Ja, da ging es um den Spider-Bot. Du wirst entdeckt. Au. Mit war's alt. Au. Au. Komm, jetzt, das war's für dich. Das, Entschuldigung, aber es war nötig. Verschaffe die, Ding zu dem Tresorraum erkapern. Bürger von London, jegliche illegalen Aktivitäten werden strafrechtlich verfolgt. Hier drinnen. Ja, das ist eigentlich easy. Ah, ich merk's schon. Du bist der beste Sicherheitsbeauftragte, den die Welt je gesehen hat. So, jetzt schnell zum Aufzug. Können wir auch von der Seite? Ne, wir müssen von der anderen Seite. Das macht natürlich Sinn. Aber gut. Oh, da hinten sind die Punkte. Ne, mal ganz woanders, wo ich gedacht habe. Kommt auch keiner? Ne, was? Die KI wieder da hinten irgendwo. So, Tedis. Lädt. Wofür steht Tedis eigentlich? Das muss doch technisches Instrument der Institutionsstrukturen. Genau dafür steht's. Kann's nicht nochmal wiederholen. Du musst Sebastian und den Rest der Mikrodrohnen einsetzen, um die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Aber zuerst musst du das Lasernetzwerk passieren. Ich empfehle einen Spider-Bot und starke Nerven. So gut wie erledigt. Okay, was passiert denn, wenn wir es nicht schaffen? Ich frage für einen Freund. Ach, hier müssen wir lang? Okay. Ne, hier ist nur was zum Einsammeln, oder wie? Wir haben keinen leichten Job, doch er ist äußerst wichtig. Wir investieren gerade zahllose Stunden in Informationsbeschaffung. Und doch entgeht uns immer noch etwas. Wir tun unser Bestes, sagen sie, stimmt. Aber das ist noch nicht gut genug. Nein, das klingt nicht gut. Doch auch wir sind nicht perfekt. Ja, das wird Ihnen gefallen. Klingt bescheidener. Wir urteilen manchmal falsch, weil wir menschlich sind. Doch Fehler sind nicht erlaubt. Wir sind der letzte Ausweg, das Volk zu schützen. Projekt Themis wird für Gerechtigkeit sorgen und für Schutz. Mit Hilfe von Daten werden Muster zur Erkennung von Verbrechen erstellt. So überwinden wir die Schwächen unserer eigenen Natur. Nicht schlecht. Sie werden natürlich Frieden haben, berechtigterweise. Es ist eine extreme Maßnahme und es gibt Missbrauchspotenziale. Ups. Es ist im Sinne Londons. Warum sollte ich... Ach, ich muss... Muss ich mit dem Ding jetzt wieder dahinter, oder? Warum geht das hier nicht auf? Wie soll ich denn da durch? Hier drüber, oder was?
Na gut, warum das gerade eben nicht ging, fragt mich nicht. Oh Gott, es kommt hoch und runter. So, okay, jetzt hier lang. Das hätte man aber auch beim ersten Mal schaffen können. Okay, Sebastian, dafür haben du und deine Freunde trainiert. Zeit, das Sicherheitssystem zu durchbrechen. Für Daddy. Ich bin ehrlich gespannt. Oh nein, das wollte ich so gar nicht. Okay, die Mini-Drohnen. Wow, wieder die Bewegung. Ich flieg einfach? Fragezeichen. Oh, wow. Ja, das kann auch nur mir passieren. So, jetzt geht's hier entlang. Wir gehen oben rum und jetzt mache ich das mal aus einer sicheren Entfernung. Weil ich denke, da kommt noch irgendwas, wo wir Leben verlieren können. Wird nicht so ein... Oh Gott. Hä? Was sind das? Ach so, das sind... Oh, das sind... Ja. Gut, ich glaube, das dürfen wir nochmal machen. Jetzt fliegen wir mal vorsichtig. Aber... Sebastian, nein! Ja, jetzt dürfen wir ja nochmal alles. Okay, keine Zeit für Tränen. Das ist Sebastian, ein anderer unserer zahllosen Mikrodrohnenfreunde. Sie heißen natürlich alle Sebastian. Perfektion lässt sich nicht verbessern. Ja gut, so kann man es auch umgehen, dass der Spieler hier irgendwie K.O. geht. Man sagt einfach, man hat unendlich viele von den Drohnen. Halt! Hören die auch mal auf zu pusten, oder? Ja, Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3, wie ihr wisst. Daher machen wir es damit. Das wird jetzt aber auch was. Ah, Swear. Ach, hier unten haben wir es schon mal mit denen zu tun. So muss man das machen. Wusste ich natürlich, ich wollte nur nicht angeben. So, hier runter, hier drüber. Jetzt kann man ein bisschen rabiater vorgehen. Oh, hä? Was ist hier? Ich weiß doch nicht, was ich da machen soll. Hätte ich die zerstören müssen, oder? Zerstöre das Stromnetz. War das das Stromnetz? Ich dachte, das wird mir mit so einem Punkt wieder angezeigt. Na gut, alle guten Dinge sind 4. Darum, ja. Nochmal halt. So, das Ding haben wir hier auf. Ach, jetzt ist kühl. Nee, hä? Ach, da unten müssen wir lang. So. Ja, hier ist irgend... Oh nein, nicht schon wieder die. Kommen wir hier irgendwo aus dem Strom raus? Hier oben dahinter. Hier ist auch ruhig und hier unten. Okay. Das reicht doch jetzt. Ja, lass mich raten, ich habe keine Zeit zum Ausweichen. Na, muss ich auch gar nicht. Was ist das hier? Eine riesige Halle. Für nichts, so in etwa. Ich fühle mich so ein bisschen wie James Bond. Warte, hier sind... Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch wieder so ein Kochofen. Und hier auch. Hä, wo geht denn das lang? Ach, da oben. Bis jetzt haben wir noch genug Leben. Wir machen einfach langsam, weil jetzt nochmal das Ganze zu machen, wäre ärgerlich.
Oh Gott, nein, nein. Puh. Nochmal Glück gehabt. Warum piepst es so? Ist das meine Maschine oder? Okay, wir folgen einfach der Route hier. Au. So. War's das mal? Das kann doch nicht noch so lange gehen. Ohne Zwischenspeicher vor allem. Ah. Wow, nein. Ganz vorsichtig. Langsam und behutsam. Bitte nicht nochmal so ein Ofen. Warum sind hier die Drähte? Wir halten uns mal daran. Die haben uns im letzten Raum schon gut weitergeholfen. Warum vertrauen wir drauf? Ja, piep's doch nicht. Macht mich nur nervös. Oh nein, ich sehe doch nochmal schon mal diese Öfen. Okay, wir warten nochmal ab. Und jetzt mit Tempo dadurch. Nein, na komm. Puh. Da sind die Kerne. Oh ja, puh. Sie, Sebastian, und sei bloß vorsichtig dabei. Wieso sollte ich vorsichtig sein? Ja gut. Vielleicht, weil alles in die Luft geht. Zerstöre das Stromnetz. Du hast deinen Vater sehr stolz gemacht, Sebastian. Oh gut, du solltest jetzt den Themis-Projektraum betreten können. Dann ruinieren wir Nigel mal den Tag. Ja, da bin ich dabei. Allein für diese beschissene Aufgabe. Also nicht beschissen, weil sie scheiße gemacht ist, sondern einfach, weil ich zu inkompetent war. Hallöchen, Albion. London. Einst ein Leuchtfeuer des Anstands, jetzt ein Sumpf der Gesetzlosigkeit. Die Menschheit kann sich eindeutig nicht mehr selbst überwachen. Aber zum Glück müssen wir das auch nicht. Willkommen bei Projekt Themis. Albion, es ist gelungen, mit LiveScore, einem Aggregator biometrischer und persönlicher Daten, ein bestehendes System auf unseren neuen autonomen Drohnen anzuwenden. Diese Drohnen können Bedrohungen identifizieren, isolieren und terminieren, bevor sie Schaden anrichten. Sie können überall hin. Sie sehen alles. Sie töten ein Ziel in einer Gasse oder in Menschenmassen mit perfekter Präzision. Themis-Drohnen tun das, womit Menschen immer Probleme hatten. Handeln. Unverzüglich und entschlossen. Kronk wird mir hier in dem Spiel immer unsympathischer. Nee, natürlich nur ein Witz. Scheiße, ich wusste es. Der LiveScore-Algorithmus. Mein Algorithmus. Ich hätte ihn löschen sollen, bevor ich gegangen bin. Was soll das heißen, Hamish? Du weißt, wie Themis funktioniert? Nein, also... Ja, das war vor Jahren. Wir haben einen LiveScore-Algorithmus entwickelt. Das war für ein Peacemaking-System, wie Cass es nannte. Es sollte gefährdete Zivilisten identifizieren, keine Ziele. Heilige Scheiße. Also könnte Themis theoretisch so programmiert werden, dass es auf Grundlage beliebiger Parameter Leute ins Visier nimmt? Ganz genau. So denkt Cass. Ein Genie, aber ein krankes Genie. Wir müssen das beenden. Und ich weiß auch wie. Wir löschen die LiveScore-Daten und Themis ist erledigt. Verdammte Scheiße. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich muss man doch nur alles löschen.
hört sich auch nicht so schwierig an. Einmal hier klicken, einmal da und Virus wird hochgeladen. Erledigt. Ja, deine Medaille kriegst du ein andermal. Verschwinde jetzt. Ja, ich glaube, jetzt kriegen wir es gleich mit Wachen zu tun. Wenn das nicht einen Fehler auslöst, haben wir gleich ein ganz anderes Problem. Hallo. Ich möchte einmal nach oben. Hier funktioniert ja gar nichts mehr. Ja doch, jetzt geht's wieder, oder was? Dass man dafür ein extra Ladescreen gemacht hat? Nicht schlecht eigentlich. Generell, was ist eigentlich jetzt mit Mighty Kelly los? Das ist mal eine ganz andere Frage hier an der Stelle. Huch, bisschen komplett raus. Na gut. Könnte unterhaltsam sein. Ich habe eine Audioübertragung von Nigel Cass abgefangen. Dann zeig mal. Nein, nein. Genug entschuldigt. Das ist meine Stadt und Detzek wird nicht dazwischenfunken. Themis sollte London und die Welt verändern. Und diese Gruppe von Terroristen wagt es einzugreifen. Und der verdammte Hamish Bulagi, ich will sie alle. Sie ließen euch wie Narren aussehen. Spazierten einfach in den White Tower. Und niemand hielt sie auf. Trotz all unserer Sicherheitsmaßnahmen. Hat mir... irgendjemand irgendwas zu sagen? Entschuldigung. Nichts. Gut, alle. Und ich meine, alle in dieser Organisation werden untersucht. Unverzüglich. Jemand hat geholfen, das ist sicher. Und wir werden ihn oder sie finden. Diesmal kriegen wir sie alle. Tja, das war's dann wohl. Das wird Cass eine Weile beschäftigen. Kein Livescore mehr, kein Themis mehr. Ihr habt's geschafft. Das war Gemeinschaftsarbeit. Wir hätten das nicht ohne deine Hilfe geschafft. Wir sind mit Cass noch lange nicht fertig, aber wärst du an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert? Ich bin kein Teamplayer. Überleg nur mal, wie es bei Albion gelaufen ist. Aber ich behalte sie und Cass im Auge und liefere euch vielleicht Infos. Und dann ist da noch Zero Day. Erinnert ihr euch noch? Die haben DedSec 1.0 auf dem Gewissen. Cass hatte da auch seine Hände im Spiel, Bagley. Und bei den Bombenanschlägen. Wir nehmen also jede Hilfe, die wir kriegen können, Hamish. Danke. Na, gut. Im Bauch der Bestie. Mission abgeschlossen. Albion-Kapitel abgeschlossen. Null Toleranz. Ich weiß gar nicht, warum ich je besorgt war. Ich werde langsam ganz gut darin, DedSec zu sein. DedSec hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Soll das etwa ein Kompliment sein? Wenn ja, dann danke. Gib nicht zu viel auf Bags hilfreiche Kommentare. Hervorragende Arbeit. Wer ist denn dahinter? Wer oder was ist? Bist du? Albion? Ja, da müssten wir reinkommen. Huch. Nein, ich meinte. Ich meinte. Was? Entschuldigung, nix. Du widersetzt? Oh, das war, Entschuldigung, Moment. Au. Setze Schusswaffen ein. Ja, ich habe ein anderes Problem gerade. Was ist denn jetzt unsere Mission eigentlich? Oh, tatsächlich so eine Intention-Mission. Wo finde ich die? Was ist das? Das da? Versteck? Neue Mission. Neue Mission hört sich gut an. Auf zur neuen Mission. Dann, au, au, au. Au, au, au. Ja gut, wir haben gerade mal was anderes zu tun. Das wollte ich auch nicht. Einmal kurz einen Stunt machen. Kann man machen. Ne, dann begeben wir uns mal zu dieser neuen Mission, was auch immer das ist. Und gucken noch, was wir oder wie wir denen dort helfen können. Ich würde sagen, ich schneide das für euch ganz kurz in einen Schnelldurchlauf. Bis gleich. Ja,
Ja, das immer wieder. Und für mich ist ein ganz neuer Tag. Und zwar, ich war mal wieder ganz clever unterwegs, während ich hier bemerke, dass diese Aufgabe für uns nichts ist. Generell werden wir eh noch verfolgt, daher gehe ich da gar nicht hin. Habe ich mich gemutet und vergessen, mich wieder zu entmuten, weil ich das für euch eben schnell schneiden wollte. Perfekt, würde ich sagen. Deswegen kommentiere ich das Ganze jetzt nach. Ja, an der Stelle hier habe ich mich gewundert eben, wie es weitergeht. Aber ich denke mal, wir müssen einfach die ganz normale Hauptmission hier vervollständigen oder der folgen. Das wird alles sein, bis wir dann zu Mary Kelly wiederkommen. Ich frage mich, was mache ich hier die ganze Zeit? Ich weiß nicht, ob ich was vorgelesen habe. Ist komisch, irgendwie zu wissen, man hat was gemacht, aber was genau, weiß ich gar nicht mehr, weil die Aufnahme schon 2 Tage jetzt zurückliegt. Aber ich dachte, ich verstecke mich jetzt im Pub und beende die Folge. Daher sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir der Hauptmission folgen. Bis dahin, ciao.